Ja, dann heiße ich euch herzlich willkommen zu meiner Abschiedstour durch Deutschland. Tja, Erfurt, meine Heimat, mein Geburtsort. Im Hintergrund haben wir auch schon das erste Highlight, und zwar der Zoopark von Erfurt. Leider hatte ich keine Trinkgenehmigung erteilt bekommen, weil der Zoopark wahrscheinlich weiß, wie schlecht er ist. Aber das werde ich noch bewerten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei meiner Tour. Die neuen Daten von den anderen Reisen durch die Städte ist einmal am 24.07. durch Kranichfeld, am 27.07. mache ich noch Bad Salzungen, am 29.07. mache ich Halle Saale und zum Schluss kommt noch am 2.8. Potsdam. Tja, dann legen wir mal los. Und los geht die Show. Hier bin ich jetzt bei der Barfüßer Kirche. Im 14. Jahrhundert war diese ein Mönchkloster. Hier ein paar Fakten zu der Barfüßer Kirche. 1291 wurde sie erbaut, 1316 war eine Chorweihe und 1430 war die Vollendung des Schiffes. Noch ein paar andere Fakten. Gehen wir erstmal weiter. Hier sehen wir einen Teil dieser Barfüßer Kirche. Da ist der Turm. Die Mönchorganisation hieß Barfüßer, deshalb heißt diese Kirche auch. Hier sind wir auch schon an der Schlösserbrücke. Das war im 13. Jahrhundert erbaut worden und sollte ein Holzsteg über die Gera, das ist dieser Fluss hier, entlang gehen. Hier ist die neue Mühle. Da gehen wir auch schon mal weiter. Weil da hinten ist eine Kinderfigur, die jedes Kind und auch Erwachsene kennen sollte. Und zwar ist ja Erfurt die Stadt von Kika. Und hier sind sogar zwei Figuren. Und zwar ist das einmal Captain Blaubär und Heinz Blöd. Sie sind hier in der Gera und paddeln mit ihrem Boot. Schon sehr interessant. Wir werden auf dieser Reise noch einige Figuren von Kika sehen. Dazu nehme ich euch jetzt mit. Wir gehen auf die Reise von Kika. Hier sind wir auch schon bei Pitti Platsch. Das ist Pitti Platsch. Wie geht's dir denn? Pitti Platsch ist ein Geschenk der Stadt von Claudia Hoffmann und Marcel Hertel aus dem Jahre 2017.
Pitti Platsch ist einer der Figuren vom Sandmann. Und ja, gehen wir zur nächsten Figur. Jetzt kommen wir auch noch zu der zweiten Figur. Und zwar ist neben mir der Sandmann. Der Sandmann ist eine Figur von Kika. Also ist in Kika auch ausgestrahlt worden. Und ja, wie geht's dir? Ganz gut, ne? Der sitzt schon hier eine Weile, seit ich ja auch hier weggegangen bin, sitzt er hier und ja. Hier haben wir Kikaninchen. Jetzt gehen wir auf die Suche nach Mopi und Pitti Platsch. Da sind wir auch schon. Hier ist Mopi und Pitti Platsch. Das sind auch zwei Figuren vom Sandmann. Der Sandmann wurde 1959 im Fernsehen ausgestrahlt. Es kommt aus dem gleichnamigen Märchen Sandmann, also das Sandmännchen, von einem sehr bekannten Märchenschreiber. Hier ist noch das Augustiner, das ist eine Brauerei, also ein Biergarten. Und jetzt gucken wir uns noch die Krämerbrücke mit dem Fluss an. Gleich gehen wir auch über die Krämer Brücke drüber und zeige euch, was es da alles so gibt. Hier haben wir noch zwei weitere Figuren, die jetzt spontan entdeckt wurden. Einmal Frau Elster und einmal Herr Fuchs, auch aus dem Kika. Hier haben wir Bernd das Brot. Das wurde vor ein paar Jahren mal sogar geklaut, die Figur. Die Figur ist von Tommy Krabbeis, der auch Mara und der Feuerbringer geschrieben hat. Hier sind wir auch bei Till Eulenspiegel, auch genannt als Till Eulenspiegel. Und im 14. Jahrhundert war dieser in einem Volksbuch und hat Streiche gespielt und es wurde erzählt, dass er halt so ein kleiner Schabernack war. Da unten ein Esel mit dem Buch, das, wie gesagt, ist aus dem Volksbuch und eine sehr bekannte Figur. Jetzt gehen wir mal durch eine typische Erfurter Gasse. Das ist ziemlich eng. Und hier wird es auch schon wieder breiter. Da ist der Rote Elefant. Kann ich nur empfehlen. Essen ist solide. Ja. Of all the harm that is
cutting glass. Good night and joy be with you all. If I had money enough to spend, Michaeliskirche. Hier ist das Landeskirchenamt von Thüringen. Hier ist ein ganz kleines, ja, französisches, sieht aus wie ein Restaurant. Aber wir suchen jetzt die alte Synagoge. Also, bis gleich. Hier haben wir sie gefunden, die alte Synagoge. War versteckt in einer kleinen Gasse. Ich war selbst schon mal hier, aber das ist schon ewig her. Es ist zu empfehlen, wenn man sich einfach mal mit der Geschichte auseinandersetzen möchte. Und ja, aber wir gehen da heute mal nicht rein. Und ja. So, da sind wir auch schon am Zoo. Im Zoopark Erfurt darf ich leider nicht filmen. Hab keine Drehgenehmigung erhalten. Kann mir das ein wenig denken, aber mit meiner Einschätzung über den Zoopark von Erfurt möchte ich am Ende noch abgeben. Ich habe leider nur Schlechtes gehört. Der soll sehr familienunfreundlich sein. Wie ich auch gerade sehe, durch die Nichterteilung der Drehgenehmigung auch sehr kundenunfreundlich. Aber ich bewerte ja verschiedene Sachen. Einmal Familienfreundlichkeit, dann auch tiergerecht, sowie Vielfalt an Tieren. Und ja, hier vorne haben wir schon mal eine erste Attraktion, habe ich so auch noch nicht gesehen, gab es damals auch hier in Erfurt nicht, und zwar eine Bienenwiese. Hier sind Blumen für die Bienen extra gepflanzt worden. Das wird auch nicht gemäht, wie ich sehe. Schon sehr interessant. Bienen sind ja sehr wichtig für uns. So, da gehen wir schon mal weiter. Der Zoopark Erfurt ist sehr abgelegen, jetzt nicht so wie in Leipzig, dass der mitten in der Stadt ist. Der ist schon ziemlich außerhalb. In der Nähe ist das Viertel Roder Berg. Der Rote Berg ist ja teilweise bekannt in Deutschland. Dort hat auch damals der Andreas von Frauentausch gelebt, der ja dann auch nach Leipzig gezogen ist. Und ja, ich hatte nicht viel mit dem Roten Berg zu tun, deshalb kann ich auch nicht viel darüber erzählen. Aber im Zoopark war ich auch schon. Als Kind fand ich es toll. Mal schauen, was sich geändert hat.
Und aber heutzutage immer noch so gut ist. Jetzt, wo ich erwachsen bin. Bevor wir dann reingehen in den Zoopark von Erfurt, noch ein paar Daten. Und zwar ist der Zoopark von Erfurt 63 Hektar groß. Somit ist er auch der drittgrößte Zoopark von Deutschland. Er umfasst ungefähr 870 Tiere, davon 136 Arten. Mal schauen, ob der Zoopark wirklich so gut ist. Dazu zum Schluss mehr. Tja, nach einer Stunde war es dann auch schon vorbei mit der Besichtigung des Zooparks Erfurt. Es hat sich teilweise was verändert. Einige neue Gebäude sind errichtet worden, Spielplätze. Tiergehege sind weiterhin nach meiner Meinung nach zu klein. Viele Tiere auch zusammengetan. Ich konnte ja nicht aufnehmen, habe ein paar Fotos gemacht, darf die aber auch nicht veröffentlichen. Pipapo. Ist auch egal. Von der Anlage her würde ich sagen, ja, eine Bewertung von 3. Von der Gastfreundlichkeit würde ich trotzdem noch eine 2 geben, weil vor Ort war es schon vollkommen in Ordnung. Und ansonsten, es gibt bessere Zoos, sage ich mal so. Um einmal reinzugehen, ja. Für öfters, nein. Zu viele Berge, für Kinder nicht immer ganz gut, auch mit Kinderwagen. Nicht immer geeignet, viele Häuser waren auch zu. Ist aber auch egal, war trotzdem ganz gut. Und jetzt geht's zur nächsten Tour. Ihr seht, ich bin schon unterwegs. In diesem Sinne, wir sehen uns dann dort. Tja, jetzt bin ich angekommen an der Riedsporthalle. Damals habe ich hier keinen Sport gemacht, sondern mein Bruder hatte hier Fußballturniere. Das hat sich hier einiges geändert. Hier sind jetzt die Schulen. Im Hintergrund ist eine Schule. Dort ist auch noch eine Schule. Die Sporthalle hier hat sich auch ziemlich geändert. Hier ist jetzt der Volleyball zu Hause. Es hat sich hier im Ried, also der Stadtteil, wo ich jetzt bin, heißt Ried. Der hat sich schon ziemlich verändert, wo ich das letzte Mal hier war. Das ist jetzt aber auch schon ewig her. Keine Ahnung, wahrscheinlich 10 Jahre, 10, 11, vielleicht sogar noch länger. Gleich laufen wir zu einem, ich sag mal, das sind Rewe jetzt heutzutage. Damals war das meine Schwimmhalle. Dort habe ich schwimmen gelernt. Ja, wir müssen mal warten. So, erstmal hier rüber. Und gleich zeige ich euch meine Schwimmhalle sowie ein bisschen was vom Ried. So, hier bei diesem Rewe stand wirklich damals noch meine Schwimmhalle. Das war die Ried-Schwimmhalle, noch im DDR-Look. Ja, aber es war perfekt, um schwimmen zu lernen. Gehen wir noch ein bisschen weiter hier lang. Ja, wie gesagt, hier stand mal die Schwimmhalle. So,
heutzutage sind hier viel mehr Läden als damals. Das ist hier eine Shopping Mall mit schönem Brunnen. Hier leben einige. Das ist so ein kompletter Block. Hier wohnt eine gute Freundin von meiner Mom. Hier war ich deswegen auch sehr oft. Hier in der Nähe bin ich auch in den Kindergarten gegangen. Genau. Hier haben sich einige Läden auf jeden Fall niedergelassen. Jetzt zeige ich euch nur mal ganz kurz ein paar Aufnahmen. Das meiste war auch damals schon da. Auch das Ärztehaus hier drüben. Und ja, das war's erstmal vom Ried. So, da sind wir auf der Eger bei der Burg. Hier ist einiges los.
das war es dann auch schon von der EGA. Die Buga ist sehr empfehlenswert. Auf der EGA habe ich sehr viel Zeit verbracht als Kind. Es wurde vieles erneuert. Auf jeden Fall kann man das empfehlen. Und für mich das größte Highlight von dieser Tour. Jetzt gehen wir weiter. Hier ist dann auch die Station von Kika und dem MDR. Gegenüber ist noch die Messe. Neben der EGA ist das nochmal ein gewisses Highlight. Und jetzt gehen wir zu meinem alten Verein. Diese Wiese hier am MDR / Kika wird wahrscheinlich für Sendungen verwendet. Da ist eine Klinik, dort wird wahrscheinlich auch gedreht, weiß ich nicht, zu 100%. Wenn man hier gerade ausgehen würde, wäre die EGA, also der EGA-Park vorhanden. Wie gesagt, sehr empfehlenswert und die haben einiges gemacht an der EGA. So, diese Treppen haben wir damals beim SV Empor Erfurt Höllentreppen genannt. Wir mussten die eigentlich eine komplette Runde runter und dann wieder hoch. Bei diesen Ausdauerläufen war ich immer ganz weit vorne. Und einmal zur Demonstration dieser sehr langen Treppen gehe ich für euch einmal runter und einmal hoch.
früher hat sich das alles noch viel einfacher. Aber wenn man das öfters macht, Alter, da hat man eine übelste Ausdauer. In diesem Sinne gehen wir weiter zu meinem Verein. Und da ist auch schon der SV Empor Erfurt. Hier habe ich zwei schöne letzte Jahre meiner Fußballkarriere verbracht. Auf dem Rasen da vorne habe ich die meisten Spiele absolviert. Ein Bild kann ich ja noch mit anfügen. Aber es waren zwei sehr schöne Jahre beim SV Empor Erfurt. Leider kann ich das Gelände nicht betreten, da keiner da ist, den ich kenne. Aber von hier reicht es ja auch erstmal. Es hat sich nichts geändert. So, kommen wir auch schon zur nächsten Station. Das ist das Martin-Luther-Denkmal. Martin Luther hat ja die Bibel übersetzt. Und hier ist ein Denkmal. Direkt vor einer Schule, würde ich mal sagen. Ja, das ist eine Schule, da wird gerade noch gebaut. Genau, da gehen wir schon mal weiter. So, da ist noch ein Eingang zur Burg. Und zwar auf dem Petersberg. Hier sind Gartenanlagen. Mich wundert es, dass die überhaupt noch da sind. Eigentlich wollten sie die mal wegmachen. Hier habe ich auch eine sehr lange Zeit verbracht. Sehr, ich sag mal, verlorene Zeit. Aber naja, so ist das nun mal im Leben. So, da sind wir am Theater von Erfurt. Das ist ein riesen Glashaus. Ich bin vorher durch den Brühlergarten, der ist da hinten, durchgelaufen. Beim Brühlergarten war auch mal eine lange Zeit meine Therapie, die ich dann aber persönlich abgebrochen habe als Kind. Ja, genau. Die Anlage sieht sehr naturbehaftet aus. Hier sind Spinnen. Die waren schon damals, wo ich hier war, vorhanden. Genau. Da oben ist der Petersberg. Da gehen wir heute nicht hin. Das wird dann im zweiten Teil geschehen. Wir gehen jetzt zum Gutenberg-Gymnasium. Das Gutenberg-Gymnasium. Eins der besten Gymnasien Erfurts. Vor ein paar Jahren ist da leider was Schreckliches passiert. Hier ist der Nordpark. Hier habe ich auch eine sehr lange Zeit verbracht. Immer in der Freizeit. Hier hat sich auch einiges verändert. Das zeige ich euch gleich. Hier ist jetzt ein riesen Fußball- und Basketballplatz. So, da kommen wir auch schon zur letzten Station, das Nordbad. Hier hat sich auch einiges verändert. Das sieht von außen schon krass aus. Hier habe ich auch sehr viel Zeit verbracht. Genauso wie in diesem Park. In diesem Sinne sehen wir uns jetzt am Bahnhof. So, am Bahnhof angekommen, verabschiede ich mich von diesem ersten Teil des Vlogs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Like, abonniert mich. Und in diesem Sinne, wir sehen uns beim zweiten Teil. Ein Fazit wird es noch extra geben. Ciao, Kakao.